Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gothic. In der letzten Folge haben wir es geschafft, die Trollschlucht absolvieren, merkt euch das bitte, und haben es geschafft, danach dämlich zu sterben, weil ich, naja, aus zu großer Höhe gefallen bin. Das war wirklich erbärmlich. Und heute geht's hier weiter mit dem letzten Fokusstein, der noch zu holen ist, und mit... Mit dem Typ da. Mit Gorn. Hallo, Neuer. Wie du siehst, ist die Kolonie ein kleiner Ort. Jo. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Ganz offensichtlich. Was führt dich denn hierher? Oh, ich versuche einer alten Legende auf die Spur zu kommen. Hierher? Eine Legende? Ja, Milton, mein Kumpel aus dem alten Lager, hat mir erzählt, dass hier einst Mönche lebten. Das war natürlich lange, bevor es die Barriere gab. Sie sollen einem Gott gehuldigt haben, der seinen Anhängern die Macht gab, sich in Tiere zu verwandeln. Bestimmt gibt es hier noch Schätze aus der alten Zeit. Was führt dich hierher? Ein Fokus. Ich suche einen magischen Fokus. Er muss irgendwo in dieser Gegend sein. Was du suchst, befindet sich vielleicht innerhalb der Klosterruinen, dort jenseits der Schlucht. Wir können unseren Weg gemeinsam fortsetzen. Gute Idee. Hier wimmelt es nur so von Snappern. Einzeln sind sie für einen geübten Kämpfer zwar kein Problem, so ist aber das? Sie jagen meistens in Rudeln. So ein Rudel kann auch den gewieftesten Schwertmeister in Fetzen lassen. Wir gehen also zusammen. Wenn man eine gute Rüstung hat, geht's schon. Doch bevor wir über diesen Baumstamm balancieren, möchte ich die Schlucht darunter erforschen. Ich habe gerne einen freien Rücken. Komm mit, ich habe einen Weg entdeckt, der uns dorthin führt. Das ist die Stelle, auf die ich in meinen Let's Plays schon ungefähr 1000 Mal hingewiesen habe. Ich habe gerne einen freien Rücken, wie Gorn es sagt. Und das ist die Stelle. Gorn hat es jetzt eben endlich gesagt. Ich liebe es. Ich finde es einfach nur super. Und jetzt konnte ich es euch endlich mal zeigen, was ich meine. Das ist toll. Das ist toll. Ja, ich habe gerne einen freien Rücken. Ich mag diese Stelle sehr, denn es ist sehr richtig. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass Gorn da so denkt. Wow, das war einfach. Das war zu einfach irgendwie. Naja. Ja, genau. Das ist also dieser Spruch. Und ja, das haben wir gemacht. Wir haben die Warane gekillt. Meinst du das, Gorn? Nein. Er meint natürlich was anderes. Es gibt unterhalb dieses Baumstamms, ne, über den wir balancieren müssen, um zu der Klosterruine zu kommen, gibt es eine kleine Schlucht. Und die wollen wir jetzt mal erforschen. Denn da drin wird es nochmal viele, viele Gegner geben. Und auch einen relativ starken Gegner, der aber allerdings, wenn man so eine Axt hat wie Gorn da, ihr seht schon, kein Problem darstellt. Das war wirklich kein Problem. Da unten, ne? Ihr seht die Axt. So, ja, wie gesagt, also Gorn ist ein richtig heftiger Kämpfer. Ich glaube, der macht weit mehr Schaden als wir mit unserem lächerlichen Zweihänder. Und er gehört auch zu den Söldnern. Er hat die gleiche Rüstung an wie wir. Das ist sehr beachtlich, denn ich finde, eigentlich sollte Gorn auch eine schwere Rüstung haben, so eine wie Lee. Und wie die ich noch nicht kaufen kann, gib mir die schwere Rüstung. Ja, also, sollte eigentlich so sein. Aber nein, Gorn hat die normale, die mittelschwere. Und es ist nicht die normale, es gibt die normale, die mittelschwere, also die normale, Schrägstrich die mittlere, die mittelschwere und die schwere. Und er hat halt die mittelschwere, genau wie wir. Stufe gestiegen, nice. Kann ich bald noch mehr Geschick lernen, das ist toll. So, alles klar, Gorn. Ist hier alles in Ordnung. Oh, Nacktschatten. Hä? Ach, der Gegner kommt später. Okay. Hier scheint eine Vorratshöhle gewesen zu sein. Übernimm du jetzt die Führung. Ich wollte nur sicherstellen, dass bei unserer Rückkehr hier keine Überraschung auf uns wartet. Okay. Danke, Gorn. Ich habe jetzt mit einem anderen Gang gerechnet, aber da kommt das oben, im oberen Teil. Mit eben diesem relativ schweren Gegner. Und dann gibt es noch was anderes, gegen was wir noch kämpfen müssen. Machst du auf? Ja, okay. So, hier ist nur Mist drin irgendwie. Und Wandlung Fleischwanze. Aha, ein neuer Zauber. Könnten wir den vielleicht gebrauchen? Hat Gorn nicht was davon erzählt von... dass die einen Gott angebetet haben, der den Anhängern des Glaubens ermöglicht hat, sich in Tiere zu verwandeln. Vielleicht in Fleischwanzen als Beispiel. Ja, so könnte es gewesen sein. Wer aufgepasst hat, hat es mitbekommen. Ansonsten spult mal zurück zum Anfang der Folge. Da wird Gorn euch das nochmal liebend gern erklären. So. Okidok. Das hätten wir. Ich hoffe mal, dass Gorn hier mitkommt mit unserer Spring- und Laufgeschwindigkeit, mit der Mixtur aus beidem. Ich denke aber schon, oder? Wow, der hängt ganz schön hinterher. Junge, Junge. Hier müssen wir jetzt auch ab und zu mal speichern, weil Gorn gerne die Eigenschaft aufweist, sich zu verlieren, sich zu verlaufen, in die Klippe zu stürzen oder einfach mal zu verschwinden. Und ich möchte ungern jetzt, dass ich dann die ganze Zeit hier nach Gorn suchen muss. Ihr habt das ja vielleicht schon mal bemerkt bei dem Novizen Talas, der mir den Weg gezeigt hat, dass der auch plötzlich irgendwann weg war.
weil er sich dämlich angestellt hat. So, und jetzt sind hier die Snapper. Ich speichere jetzt hier auch mal. Das ist vielleicht besser so. So, wir lassen mal die 1 unangetastet. Hier müsste ich hochkommen, ja. So, Waffe raus. Waffe raus, sagte ich. Snapper tot, komm. Ja, Ron hat es auch geschafft, über den Baumstamm zu kommen. Das ist immer so meine Sorge. Nummer 1. Es sind wirklich 6 Stück auf einmal hier, ne? Das ist schon heftig. Komm schon, das sieht gut aus. Die haben wir richtig schön im Schach hier gehalten. Aber jetzt kommt ein Angriff, das Snapper. Alter, ey. Ron, kannst du mal was machen? Ich bin hier umzingelt. So wie zum Thema Schwertmeister nicht in Fetzen reißen, ne? Schön ist der gemütliche Zuguck, der Typ. Guter alter Gorn. Idiot, ey. So, der hätten wir. Der macht nix. Der macht nix. Ich sagte, Gorn ist verbuggt. Ja, Snapper aber auch irgendwie. Ja, komm, stirb halt. So. Danke für deine ausgesprochen nützliche Hilfe, Gorn. Das war mir eine große Ehre, mit einem Krieger, mit einem Schwert- und Axtmeister wie dir in die Schlacht zu ziehen. Du Arsch. Also nicht du, der da, ne? Gorn, der alte Sack. Meine Fresse. So, rein mit dem Zeugs. Gib mir die ganzen Zähne wenigstens jetzt hier. Okay, ja, Gorn hat mich also ein bisschen im Stich gelassen, kann man so sagen. Kommt jetzt noch mehr? Erstmal nicht, wie es aussieht, okay. Gorn ist am Start, sehr gut. Ich würde jetzt an der Stelle auch mal kurz meine HP ein bisschen auffüllen wollen. Denn, ja, ich habe hier vorhin so ein bisschen Bergmoos gefressen, als ich das nachgeholt habe, die eine Folge da, wo ich so dämlich war und gestorben bin. So. Also die Geräusche, ich bin gerade erschrocken. Junge, Junge. So, wir speichern noch einmal. Sorry, wenn ich hier sehr übervorsichtig bin, aber ich dachte, irgendwas kann hier passieren. Dieses verfluchte Tor. Man erzählt sich, dass bisher kein Mensch in der Kolonie es öffnen konnte. Die kleinen Biester da drüben scheinen die einzigen zu sein, die es geschafft haben, in den Innenhof zu gelangen. Sorry. Ich wollte mal kurz meinen guten alten Helden nachmachen. Fleischwanzen müssen sterben! So, also ja, das war so der Hinweis von Gorn. Ups, ich hab schon wieder dämlich geklickt. Aber alles gut, nichts passiert. Ja, das war der Hinweis von Gorn. Man kann sich hier als Fleischwanze wunderbar durchbewegen. Allerdings sind wir keine Fleischwanze. Dennoch können wir uns in eine verwandeln. Das heißt, wir dürfen wieder die Verwandlung Fleischwanze nutzen. Oh. Ui, flupp. So, jetzt schaut mal in unsere Dings rein. Was eine coole Sache ist, als Fleischwanze hat man 10 Lebensenergie, eine Stärke, ein Geschick. Und man hat einen Schutz vor Feuer von 100. 100, wenn man das irgendwie nutzen könnte, um gegen Feuerwarane zu kämpfen, wäre eine coole Sache. Geht aber nicht, weil, naja, mit dem Schaden, ne? Mit einer Angriffsstärke in einem Geschick machst du keinen Schaden. Ja, und das ist ganz cool. So kann man also, wie gesagt, ne, mal sehen, was die so für Schutzwerte haben. Und ich kann euch sagen, das ist viel, 100 Schutz gegen Feuer. Also, das könnte man später sehr gut gebrauchen. Hey, Gorn. Hallo. Du hast es tatsächlich geschafft, ja, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Das hab ich doch nur richtig gewusst, Gorn. Weiter geht's. Du alter Sack. So, okay, das sind wieder Snapper, die sich wieder mit uns prügeln wollen. Also prügeln ist relativ natürlich. Da hinten müsste ich mal hin. So, Snapperlein, ich hau mit meinem Schwert drauf ein. Oder er beißt in mich rein. Das kannst du komplett vergessen. Ja, wenn er ein bisschen mitmacht, der gute alte Gorn, dann ist es auch gar nicht schwer, ne, gegen die ganzen Snapper hier. So, den hätten wir. Sehr gut. Und jetzt noch der eine. Bam. Okay, danke Gorm. Diesmal hast du tatsächlich geholfen. Sehr schön, so ist es gut. Hast nicht nur sinnlos rumgestanden oder bist um ihn rumgerannt in den Gegner. Nein, du hast mitgemacht. Ein Wunder. So. Gut, und dann hätten wir auch bald schon den letzten Fokusstein am Start. Dann wären wir auf jeden Fall ein Stück weiter. Und dann sollten wir auch mit durchaus zügigen Schritten auf Kapitel 4 zugehen. Mal schauen. So, ab hier muss ich darauf achten, dass Gorn unbedingt in meiner Nähe ist. Nicht, weil die Gegner zu schwer sind, sondern weil das für den Quest, der jetzt hier gleich auf uns wartet, oder für ein Event, das gleich auf uns wartet, hier durchaus nützlich ist. Gorn? Ja. Okay. So, hier ist schon mal nichts. Hier wäre jetzt normalerweise der Fokusstein.
Hast du eine Idee, Gorn? Hallo. Hallo. Nee, du hast keine Idee. Ich stehe auf schon. In den Kampf. Auf in den Kampf. So, da oben ist so eine Ork-Statuette. Eine Ork-Statue. Oh. Sieht aus wie ein Podest für irgendetwas. Das wollte ich hören. Vielleicht lag hier mal das Artefakt, das du suchst. Jo. Danke für den Hinweis. Soweit war ich auch so schlau. Ich dachte, dass du mir vielleicht sagst, geh doch mal da und da hin, schau mal dort und dort nach. Nein, macht er nicht. Aber das wäre normalerweise auch der lineare Weg gewesen. Man kommt hier rein, man sieht den Eingang dort, geht durch und kommt dann erst hinten zu diesen Snappern und killt die und dann sucht man andere Wege. Ne? Aber ich habe es halt so gemacht, weil ich halt immer schon ein bisschen wusste, wo ich hin muss. Deswegen spielt es auch keine Rolle. Der Turm da hinten sollte nicht von Belang sein und dieser Gang hier schon eher. Hier sind auch nochmal ein paar Snapper am Start. Hier ist ein Trank. Hallo Trank. Hallo Gorn, du bist auch am Start. Geht los. Aua, nicht getroffen. Das ist halt das Problem bei dem Spiel. Man muss unbedingt den Gegner anvisieren, sonst trifft man ihn nicht. Das ist dann bei Gothic 3 übrigens anders. Da ist es verbessert worden. Da trifft man alles, was im Schwertradius ist. Der hat schon wieder keinen Bock gehabt. So, die hätten wir auch. Wunderbar. Okay, ihr seht schon. Oh, da hinten war es schon zu sehen. Das Biest, was hier lauert. So. Einer fehlt noch, ne? Ach komm, scheiß drauf. Die paar Krallen und Zähne. Was soll's? Ich jetzt hier ewig rumprobiere, welcher der richtige war. Nervt mich dann nur wieder und dann reg ich mich auf und dann regt ihr euch auf, weil ich mich aufrege und dann sind wir alle total aufgeregt. Ja. Genau. Ne, das lassen wir. Ne, sorry. Ne. So, hallo Schattenläufer. Diesmal kämpfe ich nicht allein gegen dich. Diesmal bin ich sogar noch stärker als letztes Mal. Okay, du bist ein anderes Exemplar, aber ich friss meinen Stahl. Bestie. Wow, das war ein Volltreffer. Okay, Gorn hat wieder mal nichts gemacht. Danke für deine Hilfe, Gorn. Oh, ich dachte schon, er ist weg. Aber nein, er ist noch da. So, jetzt kommt der Moment. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Der Moment, in dem Gorn gern mal verschwindet. Das heißt, wir speichern. Gorn ist da. Merkt's euch. Schaut hin. Wir öffnen mal die Tür hier. Und Gorn wird hier nicht mit reinkommen können, oder? Doch, wow, Gorn ist mit drin, ein Wunder. Das klappt nicht immer. Oftmals bleibt er am Türrahmen hängen und dann sieht es bescheuert aus. So, was haben wir hier? Pfeile, Erz, Dietrich, Verwandlung, Scavenger und Wolf. Ja, okay, brauchen wir überhaupt nicht, schade. Und in der anderen Truhe müsste dann wahrscheinlich das drin sein, was wir suchen. Verwandlung, Mole Rat braucht auch kein Mensch. Ups. Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja. Ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen. Sie brauchen ihn. Ihm ja gefallen. Der ich werde dich noch etwas begleiten. Alles klar, Gorn. So, dann gehen wir jetzt aber vorsichtig hier raus wieder. Pass auf, dass du nicht gegen die Tür läufst, Gorn. Die ist nämlich sehr eckig. Nicht, dass du dich stößt. Ja, das hast du gut gemacht. So, jetzt warten wir, dass er immer schön in meiner Nähe bleibt. Wie gesagt, ich möchte da ein bisschen übervorsichtig sein. Kommst du? Jawohl. Und dann erwartet uns jetzt noch was. Denn normalerweise würde man sagen, jo, alles klar, Tempel geschafft. Das ist kein Tempel, das ist halt so eine Ruine, wo man den Fokusstein findet. Fokus-Ruine geschafft, ne? Die letzte. Gehen wir raus, porten uns nach Haus und naja, ne? Ihr wisst schon. Sind fertig damit. Aber nein, eine Sache wird noch auf uns lauern und zwar ein durchaus zäher Brocken an Gegner, den ich euch jetzt gleich vorstellen werde. Aber erst. Übrigens, was ich so sagen muss, ganz kurz mal, bevor ich jetzt weitermache, man hätte vielleicht den Fokusstein von Diego als letztes machen müssen, dann würde das hier noch cooler wirken. Ihr werdet gleich sehen, warum. Denn da ist ein Troll und Gorn und der Held, die haben eine durchaus nachvollziehbare Reaktion. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Wie auch immer. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Komm, du hast recht. Einfach die Axt drauf. Ich will den ein bisschen umzingeln gern. Dass er zwischen Gorn und mir steht. Die machen aber auch echt wenig Schaden, ne? Muss man sagen. Alter, ey. Wow, das war knapp. Das Gute ist, bei Gothic 1, wenn wir ihn angreifen, wird sein Angriff unterbrochen. Bei Gothic 2 ist es nicht mehr so. Das sind die ein bisschen widerstandsfähiger. Und wir haben ihn. Sehr gut.
Cool. Das war ein hartes Stück Arbeit. Durchaus. Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war, auch mit Diego, ne? Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. So in etwa. Ja. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. Bis dann, Gorn. Vielen Dank. Ja, also, das ist das, was ich meinte. Wenn ich jetzt zu Diego gehen würde, würde ich dann tatsächlich das ausgewachsene Exemplar kennenlernen und schrumpfen und dadurch besiegen. Deswegen wäre die Reihenfolge eigentlich plausibler. Da denke ich nur irgendwie nie dran. Das kommt dann immer erst so, ne? Wenn ich hier bin, fällt mir das ein. Ach Mensch, hättest du es so und so machen können. Aber so schlimm ist das nicht im Prinzip, ne? Also, was soll's. So, wir teleportieren uns zurück zu den Wassermagiern und haben keinen Mana. Schade. Naja, gut, das ist schnell wieder aufgefüllt. Ist kein Problem. Ja, hier kommt Dunkelkraut ran. Läuft. So, zum Glück ist der Teleport, die Teleport-Schriftrolle jetzt nicht weggegangen dadurch. Das wäre bitter gewesen. Aber die wird erst dann verbraucht, wenn man auch wirklich geportet wurde. So, Saturas, habe ich irgendwas vergessen, bevor ich jetzt sei gegrüßt. Das Kapitel beende? Ich glaube nicht. Nee, ich denke, das alles prima. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Oh ja. Unglaublich. Nun haben wir schon insgesamt 4 Fokussteine. 4 Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Prima. Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein. Ja. Und unsere Befreiung steht kurz bevor. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht. Ich brauche die gar... Kennt ihr das, Little Britain? Hey Andy, willst du wirklich dieses Buch? Ja, das ist ein bisschen schwer. Das ist ein Buch über die chinesische Sprache und Kultur. Das könnte ein bisschen kompliziert sein. Ich will es aber. Und dann nimmt Andy nochmal dasselbe Buch. Ich kann. Guckt euch doch mal bitte an. Little Britain, Lou und Andy in der Bibliothek. Es ist grandios. Oder im Zoo, das ist auch geil. Scheißegal, ich hör's auf. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorm, der Söldner, war wieder ein Level up. Und hat mich bei der Suche unterstützt. Fantastisch. Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Aber Andy, du hast das dasselbe Buch, was du schon hast. Ich will's aber. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Oh ja. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. So, bevor wir jetzt mit Saturas sprechen... Mögest du in einem Stück zurückkehren. Oder? Ach, scheiß drauf, wir reden gleich mit ihm. Sei gegrüßt. Erzähl mal. Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen? Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Ja. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt, um die gewaltigen Energien zu kontrollieren. Es gibt noch die Feuermagier. Und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast. Aus. Und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Ja, ja. Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Nun gut, ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann... gibt es nur noch einen. Einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier, nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. Ja, okay, gut. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Xerdas. Kapitel 4.
So, bevor wir jetzt allerdings weitermachen, würde ich mal sagen, ich werde jetzt noch fix mit Riordian reden. Dann rede ich mit Kronos, mit Lee, mit Wolf und mit Sharky. Okay, genau. Also erstmal Riordian. Wir haben jetzt nämlich einiges vor uns. Und dann werden wir uns erst in Richtung altes Lager begeben. Und die Feuermagier versuchen zu überreden. Da müssen wir bestimmt viel Fingerspitzengefühl an den Tag legen. Mal schauen, ob wir das haben. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für... Ja, ja, laber jetzt mich nicht voll hier. Was hast du so in deinem Lager? Zeig mir deine Ware. In deinem Shop. Hast du irgendwas Schönes? Sonst irgendwas? Nö, das ist alles nicht aufgestockt worden. Gut, ich wollte nur mal schauen. Der hat nichts von Belang für mich, aber der hat mir ein paar Tränke gegeben, die mir durchaus gefallen könnten. Ich würde jetzt mal sagen... Upsala, renn nicht weiter, einfach so. Ich könnte jetzt noch... 10... Ich mache jetzt mal... Die Folge könnte jetzt mal 5 Minuten länger werden. Ich möchte mal die ganzen kleinen Geschichten noch erledigen. 20 Punkte habe ich. Mache ich jetzt einfach mal 10 in Geschick und 10 in Stärke. Einfach, um das noch ein bisschen zu verbessern. Dann kann ich nämlich auch einen vernünftigen Bogen endlich mal tragen. Huiye, jojoa. Huiye, jojoa. Genau. Auric? Wo ist Lee? Hallo. Wo ist Lee? Lee? Ich weiß, wer da ist. Okay, dann werden wir das mit Lee auf später verschieben. Jetzt allerdings noch mit den zwei Händlern und mit Kronos reden. Obwohl Kronos ja auch ein Händler ist, in dem Sinne. Ich weiß, wo Lee sich aufhält, aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Denn eigentlich bin ich mit der Folgenzeit schon rum und ich möchte es nicht übertreiben. Weil bin ich gestorben vor uns bei dem Sprung, obwohl ich Akrobatik beherrsche. Ne? Das ist eigentlich ein Witz. Naja, okay, also... Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Wolf? Ja. Nee. So, wie sieht's aus? Bei dem könnte ich Bogenstufe 1. Kostet nur 10 Lernpunkte. Auch okay. Könnte man auch mal in Betracht ziehen. Naja, ich mache es mal das Tauschen hier. Handelst du noch mit was an? Ich kaufe Fälle. Jetzt hat er Armbrüste, sehe ich gerade. Und 4000 Erz, alles klar. Wir können das mal ein bisschen was verkaufen, würde ich sagen. So. Und die braucht auch Geschicklichkeit, die Armbrust, ne? Dann würde ich jetzt behaupten, wir kaufen den Hornbogen und... Oder den Armeebogen? Moment mal. Ich muss mal kurz nachschauen, wie viel Geschick ich habe. 23, ich würde gern 10 draufhauen und dann noch einen Trank. Habe ich so einen Trank? Ja, da macht 4. Also kann ich auch den Hornbogen kaufen, genau. So, den Wolfsfetzer müsste ich jetzt auch geben. Du noch mit was an? Ich kaufe. Schauen wir mal kurz. Ja, wir schauen uns mal kurz hier das bisschen an. Ne, den Wolfsfetzer hat er auch nicht. Das ist der mit 56. Na, egal. Den fand ich immer cool. Ach doch, hier, oder? Ne, Windbrecher. Meine Fresse, ich bin dumm. So, Hornbogen, das ist der stärkste, ne? Die Armbrust, die er gerade, also die hat 85 zu 42. Ist auch nicht schlecht. Und die Erde hinten auf dem Buckel hat, die ist noch stärker. Was er übrigens gerade hier macht, ist einen Bogen und eine Armbrust gleichzeitig angezogen haben, was nicht möglich ist, aber naja, okay. So, den Hornbogen, den hätte ich gern. Pfeile haben wir eigentlich genug, oder? Ich könnte mal kurz nachschauen. Ich habe so viel Scheiß in meinem Inventar, das wird jetzt alles vertickt. Das machen wir jetzt mal noch schnell, ne? Grobes Schwert, so, die ganzen Äxte hier, alles weg. So, Langbogen kann auch weg. 400 Grad mal. Ich könnte mir noch ein paar extra Bögen mitnehmen. So, was ist hier? Kriegsschwert ist auch Quatsch. Richtschwert. Sorry, dass ich jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen handeln muss. Aber ich möchte es gerne noch erledigen, bevor die Folge vorbei ist. Und das war es dann schon mit meinen Waffen, die ich hier dabei habe. Das ist auch Schwachsinn, der Todbringer. So, dann mache ich jetzt mal so 500 Pfeile dazu. 500 und den Rest füllen wir mit Erz auf, ne? Machen wir es so. Genau, den Bogen hätten wir dann und dann sieht es doch gut aus. So, zack. Schön. 1, 2, 3, dann noch 4 Erz zurück. Und dann passt's. Gut, vielen Dank. Wie viel Erz habe ich jetzt? 5400. Ja, es läppert sich langsam was zusammen. Jetzt gehen wir noch zu Kronos, der gibt uns Erz. Für den, dann wollen wir mal schauen, ob der noch einen schönen Ring für uns hat. Hallo. Hallo. Vaturas sagte, du hättest eine Belohnung für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände. Ich möchte bitte 10.000 Erz. Ich hoffe, du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Dankeschön. So, und dann schauen wir noch ganz kurz, ob er noch einen schönen Ring dabei hat, der uns gefallen könnte. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, er hat hier Erz. Er hat, glaube ich, letztes Mal kein Erz dabei gehabt. Das ist cool. So, was hatten wir? Wir hatten den Ring der Erzhaut, glaube ich. Ist hier irgendwas dabei, was der Sache nahe kommt von der Stärke her? Lebenskraft. Wir haben zurzeit das Kraftamulett. Sonst ist das alles ein bisschen lame, oder? Ja, mehr hat er nicht.
Okay, da ist also auch nichts dabei, was mich interessiert. Dann jetzt noch ganz kurz, ganz fix und schnell zu Sharky. Und dann ist die Folge beendet, so wie steht fest. Denn wir wollen es ja nicht zu lange in die Länge ziehen, ne? Zu extrem. So, da müsst ihr irgendwo hier oben vor sich hin gammeln. Ne? Rumstöbern, rumsitzen. Ach, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich weiß es nicht mehr. So, Sharky, hallo. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. So, er hat auch eine ganze Menge Erz. Hast du denn eine schöne Waffe für mich? Und ich möchte keine Axt haben, bitte. Ein Schädelspalter. 53, aber... Hier, also Zweihandwaffe, alte Streitaxt und leichte Streitaxt. Donnerschlag. Nee, also ich möchte nicht mit Äxten kämpfen. Die gefallen mir einfach nicht. Zumindest nicht diese Äxte, wenn es da wenigstens die doppelseitigen Äxte sind, so wie der Schädelspalter vom Aussehen her ungefähr ist. Aber das ist eine Einhandwaffe, bringt mir nichts. Ja, dann würde ich das nehmen, aber so nicht, weil die Schwerter haben einfach eine größere Reichweite und sind dadurch für mich einfach angenehmer. Okay, das soll es dann für heute gewesen sein mit dieser Folge. Ja, schaut euch auf der Endcard um. Lasst mir ein Abo da, ich würde mich sehr darüber freuen. Und ansonsten geht es in der nächsten Folge dann weiter in Richtung Altes Lager, um die Verhandlungen mit den Feuermagiern voranzutreiben. Und Lee sehen wir auf dem Weg dahin auch noch, okay? Also dann, macht's gut, ciao, ciao. Das war's für heute wieder mit Gothic. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr euch gerne ein wenig auf der Endcard umschauen. Ich habe euch hier ein paar Videos verlinkt und hier habt ihr auch die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst und immer auf dem Laufenden seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.